Liebe Leute, willkommen zurück zu Southern Storm. Ich hätte fast Red Storm gesagt gerade. Wir haben die Aufstellung soweit vorbereitet, defensive Stellung bezogen, vorgeschobene Aufklärer, die einen guten Abstand halten sollen, die das Feuer halten sollen und dergleichen mehr. Vorstoßbefehle für die Moped-Aufklärer nach Plößberg. Bin mal sehr gespannt, ob sie da hinkommen oder sofort in eine Feindkolonne reinrennen. Die Artillerie checke ich noch ein letztes Mal, hat eine maximale Reichweite bis hier. Das sollte okay sein, weil wir vorher den Gegner ohnehin nicht aufklären werden. Beziehungsweise, wie weit können die kicken? Die könnten dahin gucken, aber ja, also geschenkt. Ja. Wir kriegen noch Luftunterstützung durch Hubschrauber, 2 Stück. Und wir kriegen noch Panzerunterstützung. Das könnte nochmal signifikant sein, um dann den High Ground hier, diesen Hang zu besetzen, hier rüber feuern zu können. Starten wir. Wir haben leider eine ultra lange Kommandozyklus. Von daher mal sehr gespannt, was passieren wird. Ah, wir haben direkt schon mal Feind aufgeklärt hier. Schützenpanzer. Haben die hier wohl gesichtet? Ich lasse das mal gerade in so einer weiten Übersicht. Oh, mechanisierte Infanterie bzw. leichte Truppen, das scheinen, ja, sind Aufklärer. Und unsere Aufklärer weichen sofort aus. Interessant, hier unten sind auch Kampfpanzer dabei. Und tatsächlich stoßen Einheiten hier oben hervor. Ha. Ach so, weil sie die nicht mehr haben sehen können, sind sie nicht weiter zurückgefallen. Ach, come on. Das hätte nicht sein müssen. Die Moped Scouts haben dafür Plößberg erreicht. Und der Feind stößt tatsächlich hier oben über Falkenberg vor. Ja, unsere Artillerie setzt ein, aber zu spät. Hier wäre ein schönes Ziel gewesen. Was haben wir hier für Panzer? T-55 AM2. Was auch immer das für eine Variante sein mag. Bisher sitzen die da ganz gut. Oh, und sie stoßen richtig stark da oben vor. Ich glaube, das wird unser Kommandozyklus ist gleich durch. Da müssen wir mal Artillerie drauf setzen. Warum weichen die erst wieder so spät aus? Das verstehe ich nicht. Die haben doch eine Stand-off-Range von 3 Hexfeldern. Ist das, weil das Concealment bevorzugt wurde, dass sie sich nicht bewegen, weil sie die Tarnung nicht aufgeben wollen? Was? Warum schießt unsere Artillerie dahin? Ah, da müssen wir mit den Stabsoffizieren aber mal sprechen, ja, Leute. Geht so nicht. Die stoßen jetzt hier schon vor. Eventuell müssen wir einmal verschieben. Vermutlich hätte man mit Delays arbeiten können müssen. Dass man je Wegpunkt Order geben kann. Möglich ist es. Das sind mal wieder Details, die ich nicht weiß. Und das Hauptquartier geht mal wieder auf Reisen. Warum auch immer. So. Spannende Situation. Wir gehen mal ein bisschen näher ran. Also, die werden ja wohl von den ATGMs bekämpft. Das Problem ist, ich müsste jetzt eigentlich Einheiten verschieben, um den Sektor hier oben zu stärken. Denn die werden ja jetzt über die Autobahn hier runter geknattert kommen. Wenn ich das aber mache, bewegen die sich alle hier und können von denen natürlich prima beschossen werden. Deswegen bin ich am Überlegen, Command Range reicht bis dahin. Die
diese hier jetzt zu verlegen. Und zwar hinter denen, dann hier rüber. Das wird alles viel zu lange dauern, ne? Wer wird denen hier den Hintern decken? Das ist die Frage. Und können die... Die nächste Frage. Die können nur bis da gucken. Das heißt, die ATGMs dahin, aber nicht... Das ist ein anderes Hexfeld, ja. No good. This is no good. Sie werden jetzt die Kreuzung beschießen, aber da sind noch nicht so viele durchgezogen. Deswegen werden wir mal neutralisierendes Feuer. Warte mal, wie viel Delay haben die? Order Delay 5 Minuten. Barrage. Und zwar möchte ich haben 40 Shells. Das heißt, die werden 7 Minuten, also 5 Minuten Delay, 7 Minuten runterhageln. Ist okay. Dann die zweite Barrage, bitte auch 40. Und Emotion haben sie. Custom. Apply Orders. Jo, was machen wir jetzt hier? Die da hinzuschieben wird lange dauern. Man könnte, aber gerade Line of Sight wieder wegmachen, man könnte die Gruppe hier aus der Mitte rausnehmen, den Zug. Will die Position schwächen, aber die können da reinfahren. Und da müsste man die beiden dafür nicht bewegen, die können derweil den Feind bekämpfen. Wäre dann auch näher für das Hauptquartier hier. Die Frage ist nur, wohin? Bernstein wäre ein schöner Platz gewesen, um die Autobahn zu decken, aber da sind wir nun mal jetzt gerade nicht. Alternativ geben wir die Stellung auf und ziehen mit denen, ja, jetzt benutze ich das dann doch mal, wenn das so ein gutes Tool ist, bewegen uns mit denen dorthin. Da. Damit wir die beschießen können auf Reichweite von 3, wenn die hier rauskommen. Die Infanterie aus der Stadt sieht den Feind nicht, sobald er ein Hex runterfährt. Das ist wohl korrekt. Wir sehen die sogar da oben nicht. Wow. Naja, gut. Der könnte da hinschießen zumindest. Ja gut, die haben Reichweite hier, ne? Wenn der hier runterkommt, können die schön ihre ATGMs abfeuern. Das ist akzeptabel, damit kann man arbeiten. Dann werde ich tatsächlich die jetzt hier verlegen. Die geben da ihr Hindernis auf. Und werden fahren. Wohin? Was habe ich gesagt? Hierhin, ne? Jo. Move. Commit. Und ihr sollt die Stellung halten. Marsch, marsch, marsch. So, Line of Sight kann wieder weg. Schau mal die Ranges zwischendurch ausschalten. Wollen wir ansonsten irgendjemanden verlegen? Die nicht. Also ich meine, die versuchen schon wegzuschleichen, so gut sie können. Die sind da ganz gut. Die sind hier auch ganz gut aufgestellt. Will ich vielleicht doch noch mal kurz Line of Sight checken. Bitte was? Warum können die denn da hinten nicht hingucken? Das ist ja wohl weit genug weg, oder was? Ach, come on. Concealment. 50% nur. Plateau-Effekt, ja, aber die sind so weit weg. Gut, weiß man natürlich nicht, ob wie das genau das Gelände hier ist, aber dann bewegen wir sie mal. Bevor ich... Nein, das wollte ich jetzt nicht. Weg. Nein. Cancel.
einmal kicken, wie es hier aussieht. Von da aus sehen sie zumindest ganz gut. Also deliberately move. Commit Screen. Okay, die decken das ab. Ja, das war ein bisschen ärgerlich, dass die sich hier ein Feld zurückgezogen haben. Dann haben sie den Gegner nicht mehr gesehen. Dann sind sie da sitzen geblieben und haben sich zerschießen lassen. Unschön. Wäre auch natürlich, diese Straße wäre ein schönes Ziel auch für die Artillerie, aber die brauchen wir jetzt echt da oben. Bin mal sehr gespannt. Weiter geht's. Glück gehabt. Das fällt direkt unter Artilleriebeschuss geraten. Das Hauptquartier macht da wieder, dreht wieder seine Runden. So, und der Artilleriebeschuss auf Falkenhagen. Falkenhagen sage ich immer, Falkenberg. Ja, stimmt, noch dreimal falsch sagen. Genau, wenn ich mich da sehen lasse, dann werden die sicherlich sofort beschießen. Die Späher berichten. Da ist einiges in die Luft gegangen. Zumindest nehmen sie das an, oder es gibt Indizien dafür. Ganz genau können sie es sicherlich nicht sagen. Sehr schön. Also, was heißt sehr schön? Wir beschießen eine Siedlung und naja. Das ist aber, glaube ich, hier auch komplett mal wieder ausgeblendet, ne? Also wäre sicherlich nochmal ein interessanter Layer. Oh, der Feind ist da schon. Na gut, sie sind über die Autobahn vorgestoßen. Wenn tatsächlich, also es wurde ja in dem Briefing zumindest erwähnt, dass hier Geflüchtete unterwegs sind und diese Eisenbahnbrücken scheinbar benutzen, um nach Westen auszuweichen. ZivilistInnen. Aber ja, jetzt sitzt, die sind aufgesessen und kämpfen. No. Absitzen sofort. Warum haben die überhaupt die Autobahn verlassen? Warum fahren die nicht hier runter? Da haben wir direkt verloren. Ach, wie ärgerlich. Und wo fahren die jetzt hin? Lieutenant Colonel de Graffenried. Hubschrauber. Da ist die Frage, ob hier jetzt überhaupt noch was ist oder ob die schon alle durchgedüst sind. So, wir bekämpfen hier Feind auf Nahdistanz. Ah, die werden schon alle durch sein da. Ich glaube nicht, dass da noch mehr kommt. Na, tatsächlich aber denken die Speer, wir haben da noch Märkte zerstört. Interessant. Interessant. So, im Zentrum jetzt aber auch. Ja. Ja, gut mit dem Beschuss. Mach mal schön weiter, aber ich will wissen, was im Zentrum passiert. Oh, die fahren da direkt rein. Mass Relocate. Ich glaube, ihr seid vernichtet. Mechanisierte Infanterie ist jetzt hier hervorgestoßen. Und sie wollen auf Teufel komm raus wieder da rein. Ja, das ist wahrscheinlich auch ihr einziger Vorteil, ne? Durchzurushen. Und auf kurze Distanz dann mit zahlenmäßiger Überlegenheit uns zu überrennen. Ja, aber das ist ein echtes Problem. Die linke Flanke bricht damit nach und nach ein und sie nehmen uns halt die Verteidigungspositionen weg. Wir brauchen mal dringend die Panzerunterstützung. Aber ganz flott. Okay, die haben einen Befehl bekommen, irgendwo hinzuschießen. Bin gespannt, wo das wohl ist. Wir sind auch unter Beschuss geraten.
Wieso schießt die südliche Recce-Stelle? Und die hier meinst du? Weil sie den Befehl hat, nicht zu schießen. Aber das könnten wir gleich mal ändern. Wobei ich nicht weiß, ob ich will, dass sie beschossen werden von den Panzern hier. Das ist auch spannend. Oh, hier ist ein Hauptquartier aufgetaucht. Ah. Da könnten wir vielleicht mit unserem Speerhauptquartier mal drauf gehen. Das sind halt nur Motorräder. Wir werden vor den Kampfpanzern sofort zersiegt, da nehme ich mal an. Standoff Range, ja, die haben das gesichtet und werden jetzt sicherlich gleich ausweichen. Und unsere Linie ist unter Artilleriebeschuss weiterhin. Gleich mal schauen, ob sie überhaupt sinnvolle Panzerabwehrwaffen dabei haben. Oh, die Artillerie, das tut weh. Das tut weh. Sie haben wieder einen Befehl irgendwo hin. Beschießen die eigentlich unsere eigenen Leute hier immer? Das war ja nicht so schön. So, was haben wir hier? Einen Kübelwagen verloren. Also, die linke Flanke ist komplett eingebrochen. Die halten einigermaßen gut, sind jetzt aber auch fast komplett aufgerieben. So, und das Hauptquartier, das ist aber nur das Hauptquartier. Die haben ihre untergeordneten Einheiten. Ja, die Hubschrauber selber sind noch nicht da. Was haben die denn für Subunits? Unarmed. Ja, okay. Die sind einfach für den rückwärtigen Raum. Und ich denke, ich lasse sie einfach da sitzen, weil es eigentlich völlig egal ist, wo sie hingehen, oder? Ich schätze mal, die Hubschrauber müssen da resupplyen, aber das ist schon okay, wenn das rückwärtig gelegen ist. So, ich würde dann ganz gerne der Artillerie. Sie schießt dahin. Das ist okay, würde ich denken. Das ist okay, würde ich denken. So, jetzt wollten wir hier nochmal schauen. Haben Sie sinnvolle Panzerabwehrwaffen dabei? Handgranaten sind, glaube ich, nicht so effektiv gegen Panzer. Von daher ist das schon okay, wenn Sie versteckt da sitzen bleiben. Was haben wir denn hier? BVP und ein Urz. Dann können wir vielleicht denen mal sagen, dass sie hier halten und angreifen sollen, oder? Das Hauptquartier zu zerstören wäre doch schon ganz cool eigentlich. Ja, dann noch die Frage, hat der Gegner noch mehr? Kommt da noch mehr in der zweiten Welle? Das Briefing hat ja davon gesprochen, dass die relativ weit vorgeschoben sind. Naja, ich werde sie mal da sitzen lassen. Die, also, wie gesagt, die haben jetzt immerhin noch Jeeps mit MGs dabei, aber die Moped-Fahrer haben halt nur Handgranaten und Kleinwaffen. Ich möchte, Freunde, dass ihr hier die Stellung haltet. Das wollte ich nicht, sondern SOP. Ihr werdet euch jetzt nicht... Aber man kann nicht einstellen, wie viel Verluste hinnehmbar sind, bevor sie sich zurückziehen. Ne? Und ihr sollt bitte Feuer öffnen. Relocate. Never.
Nur diese Einheit. Bekämpft bitte das Hauptquartier. Das ist euer Auftrag. Wünsche ich ebenso einen schönen Sonntag noch. Tja, da können wir weiterhin nichts tun. Wie lange dauert es noch, bis die Panzer kommen? Star. War das eigentlich hier abgebildet? Reinforcements. Also, die Hubschrauber kommen. Was ist das für eine Zeitangabe? In 125 Minuten? Oder ist das, soll das eine Uhrzeit sein? Ach, Quatsch, das ist das Hexfeld. In 8 Minuten kommen die Hubschrauber und in, naja, 100 Minuten, fast 2 Stunden noch, bis die Panzer kommen. Oh je! Oh je! Fast 2 Stunden noch, bis die Panzer kommen. Na gut, liebe Leute, es bleibt spannend. Wir sehen bei der nächsten Folge, wie es weitergeht. Bis dahin wünsche ich euch viel mal alles Gute und bis dann, euer Jan.